Hallo liebe YLs, SWLs und OMs. Willkommen zum wöchentlichen DD0-LQTC. Heute soll es um die unterschiedlichen Modis gehen, die das Kenwood-Handfunkgerät THD-74 beherrscht. Ihr kennt alle den VFO-Modus mit den zwei eingestellten Frequenzen. Hier die 438, 525, der Repeater in Sendling und die 125, 500, die Mobilfunkfrequenz. Auf welcher der beiden Frequenzen gesendet wird, das zeigt das Zeichen PTT hier an. Das ist auch das größere, was angezeigt wird. Und mit der Taste AB kann ich hin und her schalten, wo, wenn ich auf die PTT drücke, dann auch tatsächlich gesendet wird. Was ich machen kann, auch wenn beide VFOs laufen, ich kann die Balance festlegen für das Audiosignal, welcher der beiden Kanäle lauter und welcher leiser wiedergegeben wird oder beide auch gleich laut. Das passiert über das Menü 910, habe ich diesen schönen Balance-Regler, Band A, Band B, und ich habe jetzt das so eingestellt, dass beide gleich laut wiedergegeben werden. Wenn ich nur eine Frequenz hören oder überwachen oder senden möchte, kann ich diesen Dualband-Modus ausschalten, indem ich die Funktionstaste AB drücke, und das ist jetzt nur der Repeater hier in Sendling, der aktiv wird. Ich kann auch umschalten auf die andere Frequenz, wieder mit AB, aber es ist immer nur eine Frequenz, die überwacht und empfangen wird, nicht beide gleichzeitig. Was ihr auch seht, ist, dass im Display natürlich jetzt ein bisschen mehr Platz ist, und dieser Platz wird genutzt, um andere Dinge anzuzeigen. Man kann sich auswählen, was das sein soll. Es kann das Datum sein, es kann GPS sein. Man kann es auch ganz ausschalten, diese Zusatzfunktion. Wenn GPS auf jeden Fall läuft, sieht man neben den Koordinaten auch gleich den Locator. Das kann natürlich sehr praktisch sein, wenn man unterwegs ist, wenn man am Wandern ist. Genau. Das Menü 904, das wir aufrufen können, das legt eben diese Funktion fest. Es kann passieren, dass ich beispielsweise nur diesen GPS-Modus haben möchte, auf andere Funkdienste verzichte, kein FM auf 70 und 2 Meter machen möchte, und dieser Modus lässt sich aktivieren im Menü 403. Im Moment ist es eingestellt als normaler GPS-Receiver. Ich kann es umschalten auf GPS-Receiver, dafür wird das Gerät neu gebootet und dann ist tatsächlich nur der GPS-Empfänger aktiv. Der würde jetzt hier wieder ein Weilchen brauchen, bis er den Satelliten gefunden hat und die Koordinaten anzeigt. Abgeschaltet wird es auch wieder im Menü 403, da kann man zurückgehen in den Normalbetrieb. Das Gerät hat zusätzlich zu den zwei VFOs einen reinen UKW-FM-Empfänger eingebaut. Der lässt sich aktivieren im Menü 700. Einfach einschalten. Und was wir jetzt hier sehen, ist der Deutschlandfunk in München, der als Empfänger läuft. Die zwei VFOs, egal ob im selben Band oder in unterschiedlichen Bändern, die laufen weiterhin weiter. Das heißt, wenn jetzt jemand auf dem Repeater in Sendling etwas sagt, würde das UKW-Signal gemutet werden, ich würde es hören, und genauso verhält es sich mit dem Signal auf der Mobilfunkfrequenz. Dieser VFO läuft auch, und ich kann natürlich auch das UKW ignorieren, auf die PTT drücken, und dann würde entsprechend der Sender aktiviert werden. Das war's für heute. Wenn ihr Kommentare, Anregungen oder Fragen habt, schreibt es unten in den Kommentarbereich hinein auf YouTube. Und in der nächsten Woche wird es dann um die grundsätzlichen Funktionen des Geräts für D-Star gehen. Bis dahin wünsche ich euch angenehme QSOs 73 und bis bald.